lange Zeit war ich raus. Und dann jetzt wieder mit den Jungs auf Platz zu stehen, das ist einfach super. Ein bisschen aufgeregt natürlich, weil war schon lange, dass ich nie auf Platz gestanden habe mit den Jungs und mit mir geht eigentlich gut. Auch nach dieser Einheit war ich habe ein gutes Gefühl und ja, ich merke schon, dass das ein anderer Level ist, wenn ich Reha-Training mache oder mit den Jungs auf Platz stehe. Im heutigen Nachmittagstraining standen einige Rückkehrer wieder auf dem Platz. Noah Joel Sarenrenbase trainierte nach exakt 3 Monaten das erste Mal nach seiner Knieverletzung wieder mit der Mannschaft. Im Juli auf Norderney stand er zuletzt mit seinen Kollegen gemeinsam auf dem Platz. Herzlich willkommen zurück, Noah. Auch Oliver Sorg und Basti Meier kehrten nach einem auskurierten grippalen Infekt wieder zurück ins Mannschaftstraining. Beide sind nun wieder fit für das Auswärtsspiel gegen Union Berlin. Unser Nachwuchsspieler Elias Huth trägt ab heute die Rückennummer 32 im Profikader. In der vergangenen Woche unterzeichnete der 19-Jährige seinen ersten Profivertrag bei Hannover 96, auch heute mit Vollgas im Training dabei. Im heutigen Nachmittagstraining standen einige Rückkehrer wieder auf dem Platz. Noah Joel Sarenrenbase trainierte nach exakt 3 Monaten das erste Mal nach seiner Knieverletzung wieder mit der Mannschaft. Im Juli auf Norderney stand er zuletzt mit seinen Kollegen gemeinsam auf dem Platz. Herzlich willkommen zurück, Noah. Auch Oliver Sorg und Basti Meier kehrten nach einem auskurierten grippalen Infekt wieder zurück ins Mannschaftstraining. Beide sind nun wieder fit für das Auswärtsspiel gegen Union Berlin. Unser Nachwuchsspieler Elias Huth trägt ab heute die Rückennummer 32 im Profikader. In der vergangenen Woche unterzeichnete der 19-Jährige seinen ersten Profivertrag bei Hannover 96, auch heute mit Vollgas im Training dabei. Yeah.
Perspektivtraining bei Hannover 96. Das heißt, 7 Nachwuchsspieler trainieren mit den Profis. Cheftrainer Daniel Stendel erklärt die Idee dahinter. Darum ging es heute eigentlich, sie mal hier live zu erleben, auch mit den anderen, die jetzt zuletzt weniger gespielt haben, einfach mal in der Spielform auch zu sehen, wie ist der Stand, wie ist die Entwicklung des Einzelnen gewesen in den letzten Monaten. Weil die Rückmeldung war sehr positiv, deswegen sind die Jungs hier gewesen. Die Trainingseinheit beinhaltete ein ausgiebiges Koordinationstraining zur Aktivierung, verschiedene Passübungen und eine Spielform mit Wettbewerbscharakter und Torabschlüssen. Das Trainerteam der Profis steht in engem Austausch mit den Verantwortlichen der Akademie. Das Perspektivtraining bietet nun den nächsten Schritt für eine noch bessere Durchlässigkeit nach oben. Um die Motivation noch mehr zu steigern und für uns den Überblick zu haben, wäre es im Moment, aber auch in der Zukunft für uns ein sehr interessanter Spiel. Trainingseinheiten dieser Art wird es in Zukunft nun häufiger geben.
Hallo Freunde des gepflegten Rasensports. Es geht wieder los, Vorbereitung für 96 auf der MKA. Und wir schauen direkt mal, was unsere Mannschaft im Hintergrund so treibt. Im Moment sind die Jungs mit Passübungen beschäftigt, haben aber schon eine ordentliche Laufeinheit hinter sich und diverse Warmmachspiele. Die Stimmung ist bisher ganz gut und deshalb werden wir jetzt mal weiterschauen, was hier so passiert und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Nicht nur wir sind heute dabei, auch 800 Zuschauer schauen sich die Einheit von André Breitenreiter heute mit an. Auch auf dem Platz unsere vier Neuzugänge Julian Korb, Pirmin Schwegler, Matthias Ostscholek und Michael Esser. Fehlen tun unsere vier Nationalspieler, die noch in ihrem Urlaub sind. Das sind Salif Sané, Martin Hanik und Ivar Fossum. Aber auch Waldemar Anton ist noch bei der U21-EM und wird später zur Mannschaft dazustoßen. Die Vorfreude ist groß. Wir haben letzte Saison hart dafür gearbeitet, dass Hannover 96 wieder in der ersten Bundesliga spielt. Und jetzt sieht man auch nach dem ersten Training, dass die Jungs gut vorbereitet sind. Die haben überhaupt nicht geschludert im Urlaub, sondern sind alle wirklich in einem schon guten Zustand wieder zurückgekommen. Und jetzt freuen wir uns auf eine harte, intensive Zeit, in der wir uns gut vorbereiten. Das war's von unserer Seite aus. Das erste Training wäre geschafft. Wir starten natürlich motiviert weiter in die Woche und am Sonntag steht dann auch schon das erste Testspiel an gegen den HSC. Und wir sind gespannt. Kommt vorbei, um 18 Uhr ist Anstoß. Wir freuen uns auf euch.